Servus, liebe Fernsehzuschauer, draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Ich heiße euch alle wieder herzlich willkommen zu der bekannten Fernsehsendung Rainer Zipfels Talkrunde. Heute habe ich zwei Gäste bei mir hier sitzen, zwei Urgesteine der SPD, zwei Urgesteine der Sozialdemokratie und der Kommunalpolitik. Zu meiner Rechten, der Paul Ludwig. Hallo Paul. Hallo. Herzlich willkommen bei mir. Danke. Und hier zum zweiten Mal der Rudi Jakob. Hallo Rudi. Hallo. Schön, dass ihr zu mir gekommen seid. Und wir wollen heute mal das Thema Kommunalpolitik ein bisschen beleuchten. Du hast gestern einen guten Vorschlag gemacht, Rudi. Du hast gesagt, eigentlich müssten die Ortsvereine, und du bist ja Ortsvereinsvorsitzender, südliche Innenstadt, müssten eigentlich einen sogenannten Mentor oder einen Mitgliedervertreter haben, wo die Mitglieder sich hinwenden können, wenn irgendwelche Probleme anliegen. Du, Paul, du bist bei der, Arbeitsgemeinschaft AG 60 Plus tätig und bist Kultursicherheitsbeauftragter für die Senioren und Sicherheitsbeauftragter dazu. Bist Beisitzer im Ortsverband SPD Südliche Innenstadt und wie gesagt in der Arbeitsgemeinschaft AG 60 Plus aktiv. Also dem Sozialausschuss und dem Stadtverband. Ja. Aber die Idee, nochmal zurückzukommen, Rudi, mit dem Mitgliedervertreter, das finde ich eine gute Sache. Ne? Also ich muss das ein bisschen differenzieren. Also es sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist der sogenannte Mitgliederbeauftragte. Wir haben denn, ich bin 2016 zum ersten Vorsitzenden gewählt worden im Ortsverein Südliche Innenstadt. Da haben wir ihn eingerichtet, derjenige, der das betreut hat, das ist der Dr. Hans-Jörg Springer. Der hat sich dann im April letzten Jahres zurückgezogen. Ja. Seinerzeit mache ich das im Rahmen der Vorstandsarbeit, mache ich das mit. Das heißt, also wir haben den installiert, haben uns vorher kundig gemacht. Wir haben einen Genossen aus der Südpfalz eingeladen, den Wolfgang Thiel, der ist übrigens auch stellvertretender Vorsitzender im Landesparteirat und der hat uns dieses Modell vorgestellt. Ja. Wir waren begeistert und es hat dann halt eine gewisse Vorlaufzeit gebraucht und dann haben wir es umgesetzt. Das ist eine gute Sache, weil wir kriegen ja, ich sage jetzt mal, auf elektronischem Weg mitgeteilt, der oder diejenige ist Mitglied geworden. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Leute persönlich angesprochen werden. Das heißt also, ich versuche innerhalb von ein, zwei Tagen zumindest mal Kontakt aufzunehmen mit E-Mail. Heiße die Leute entsprechend herzlich willkommen und sage, wir haben jetzt demnächst eine Vorstandssitzung. Oder wir haben einen öffentlichen Stammtisch. Meistens machen wir es dann noch so, dass wir einen Promi einladen. Und ich sage jetzt mal, die offizielle Aufnahme ist sinnbildlich auch die Übergabe des Parteibuchs. Und solche Dinge, die beeindrucken eigentlich auch die Mitglieder. Sie sind von Anfang an gut aufgenommen. Und wir versuchen natürlich auch gleich zu hinterfragen. Es gibt Mitglieder, die wollen eher, ich sage jetzt mal, passiv bleiben. Sage ich, unterstütze gern die Partei. Ich bin Beitragszahler. Andere sagen aber, ich bin jetzt gezielt in dem Zeitpunkt eingetreten. Gerade jetzt ist es so eine Umbruchphase. Ich habe viele Ideen, ich habe viele Impulse, ich möchte mich einbringen. Also ich würde mal behaupten, unser Ortsverein steht, egal vom Altersspektrum oder was die Leute für Fähigkeiten mitbringen, ganz offen gegenüber. Wir empfinden das als Bereicherung und versuchen das natürlich auch zu unterstützen, weil es ist nicht schlechter, wenn die Leute nicht persönlich angesprochen werden, die Kontaktaufnahme dauert zu lang und die Leute sind gefrustet. Mhm. Dann nehme ich in Kauf, dass die sagen, eigentlich ist es nicht das, was ich mir gewünscht habe und treten wieder aus. Es ist eigentlich ganz, ganz schlecht. Also ich sage, Mitgliederwerbung, Mitgliederbetreuung, Mitgliederpflege, das ist das A und O. Und insbesondere auch ein Verein, der entwickelt sich nicht weiter, wenn er auch nicht wirbt und neue Leute aufnimmt, dann bildet es auch irgendwo verkrustete Strukturen und man kriegt diesen, ich sage jetzt, diesen einseitigen Blick. Neue Leute bringen wir auch immer wieder ganz neue Ideen rein und es ist einfach eine Bereicherung. Wir sind halt nun mal, ich sage es immer, der Ortsverein
ist die kleinste Keimzelle, was die politische Willensbildung angeht. Und wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir Input kriegen. Und gerade die neuen Mitglieder, die bringen uns viel an Input. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Paul, du bist aktiv tätig in der Arbeitsgemeinschaft AG 60 Plus von der SPD Vorderpfalz. Du bist auch Sicherheitsbeauftragter für Senioren. Ja. Das heißt, du kümmerst dich hauptsächlich um die älteren Mitglieder oder ist es jetzt einfach so, dass diese AG 60 Plus sich um alle kümmert und halt mehr ältere Mitglieder vielleicht auf dich zukommen? Ja, eigentlich ist es so, wir kümmern uns eigentlich um alles. Ja. Aber ich bin Sicherheitsberater für Senioren, da habe ich 4 polizeiliche Wehrgänge gemacht. Ne? Ja. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Und dann dreht sich das um. Danke. Einbrüche, Sicherheit auf der Straße, diese Enkeltricks und diese Ringtricks und so weiter, was heute so passiert, wird zum Beispiel die Geldbörse gestohlen und das reißt ja ein, das ist schon schlimm langsam. Ja. Und da muss man dagegen halten. Ja. Es ist natürlich so, ich kann nur beraten, wenn ich auch angesprochen werde. Ja. Das ist das Problem. Ne? Ja. Ist zwar eine wunderbare Sache, die Lehrgänge, ich weiß, was ich zu machen habe oder ich weiß auch, wie ich zu handeln habe, aber die, auf die es ankommt, das ist nicht gerade das Wahre oder nicht so großartig. Es ist sehr wenig, dass sich jemand meldet. Ich habe hab ja auch noch das Seniorenratsbüro, da war der Herr Philippi, der ist ja gestorben, der war auch Sicherheitsberater und das ist so, der hat sogar Internet. Und der hat mich mal angesprochen, hast du schon was bekommen? Da habe ich gesagt, ja, dreimal ist angerufen worden. Und er hat gesagt, ich habe 4 übers Internet. Also das ist schon lange her. Ne? Und ich habe jetzt, was 10-Jährige haben wir gehabt, da habe ich wieder eine Einladung bekommen. Da hat sich dann, ich habe dann auch gesagt, man soll sich nicht gerade immer auf die Einbrüche sammeln, konzentrieren, wie man in die Tür reinkommt. Ne? Es ist heute vor... dringlicher wie die Diebstähle auf der Straße, die Schlägereien, die Überfälle und alles. Ne, die alten Leute haben ja heute, oder die Eltern, ich bin ja auch noch einer von den Alten schon, ne, und die haben ja nicht das Herz mehr halt, vielleicht nachts über den Berliner Platz zum Beispiel zu laufen, ne, weil sie ein gutes Gefühl haben. Ja. Ne? Und ich weiß, von was ich rede, ich wohne da und ich kann da nur zustimmen. Ne? Ich fahre auch auf den Berliner Platz mit meinem Auto, sagen wir nachts mit meiner Frau, Beispiel, weil ich sie nicht die 50 Meter da drüber laufen lassen will. Obwohl es verboten ist, eigentlich mit dem Auto hinzufahren. Ne? Es ist schon problematisch. Aber ich hoffe jetzt, dass es vielleicht ein bisschen besser wird. Wir haben ja da die 11 Tage dieses Prävention gehabt von der Polizei. Mhm. Ist auch gut angekommen, das kann ich ja behaupten. Und vielleicht kriegen wir auch noch eine Station hier, eine kleine, ne, dass die Polizei da präsent ist. Und für mich ist das, oder für uns da am Berliner Platz, ist sehr wichtig. Ich habe auch bemerkt dann, weil es gibt ja Wahlen oder Warnwahlen, und dann merkt man, was man in den Briefkästen als findet. Ne? Und da ist es dabei, da ist dabei auch etliche Flyer von der AfD. Und da beißt keine Maus den Faden ab. Ja. Das muss man beachten und wahrnehmen. Man kann sie nicht mehr so ignorieren, wie es als früher war. Naja, wir werden wieder irgendwann weggehen. Mhm. Und das glaube ich nicht. Da müssen wir ganz andere Geschütze auffahren, um das wieder in Ordnung zu bringen. Also Arbeitsgemeinschaft AG 60 Plus heißt nicht, dass sich nur ältere Leute an euch wenden können, sondern es kann sich jeder an euch wenden. Es heißt einfach, dass die Mitglieder, die in der SPD organisiert sind und älter als 60 sind, dort tätig sind. Das heißt, die können bei uns tätig sein und wenn Wahlen oder was ist, dann kommen die. Da haben mich schon einige darauf angesprochen, Paul. Ja. Haben gesagt, ist das nur für Ältere? Habe ich gesagt, nee, das ist so. Jeder kann sich an euch wenden, wenn er ein Problem hat. Wir haben ja auch mit den Users zusammen. Ja. Zum Beispiel. Wir haben ja rote Frühstücke und alles da. Ja. Oder wenn irgendein Genosse sich zu irgendeiner Wahl stellt, da ist es auch sehr wichtig, möchte ich behaupten, dass diese Leute sich auch bei der 60 Plus AG vorstellen.
Ne? Und ja. Da haben wir dann, da sind wir sehr kritisch. Und ich möchte auch behaupten, dass wir eigentlich das Zünglein an der Waage sind, wenn so jemand gewählt werden sollte, dass er auch die Stimmen kriegt. Denn man hört sich das an. Wir haben ja zwei Kandidaten gehabt damals beim Stadtverband. Ne? Das war der David Schneider und der Lemberger, der Markus. Und die haben sich vorgestellt. Und wir haben ja auch außer, wir haben auch Leute von Inzest Plus von Müllerstadt, die dürfen ja eigentlich bei uns nicht wählen oder auch abstimmen. Ne? Und zu den Kollegen, das war der Rudi Schmid, ein Betriebsrat ehemals, haben gesagt, sag mal, wenn die zwei da kommen, was du davon hältst. Und da war der David Schneider zuerst da und der Lemberger. Und ich kann es jetzt ja sagen, die Rival ist ja rum, da ist es ja, der David Schneider ist geworden. Und beim Lemberger hat er den Kopf gewackelt, auch die Schmied. Ne? Dann habe ich ihn gewusst, also für den, wir sind für den David. Und es ist, man sieht ja auch, wenn dann Delegiertenversammlungen sind, das, es sind alle Delegierten da. Und die Mehrheit ist ja meistens über 60 schon. Jetzt, Paul, ihr seid so eine Art Ältestenrat der SPD. Ja, wir haben schon etliche auf den Schild gehoben und die sind es auch geworden. Ja. Wir haben jetzt wieder einer, das ist der Björn König. Ne? Ja, und ein neues Mitglied im Ortsverein. Auch ja. Ein Aufsteiger, würde ich sagen. Da müssen zwar aber so eine bisschen bremsen, auch als 60 plus, als Älterer von unserem Vorstand. Der Mann geht auch seinen Weg. Da würde ich jetzt schon meine Hand ins Feuer legen. Das ist klar. Ne? Und da, man muss halt zuhören und hinhören. Ne? Und Rudi, du hast mir gesagt, nächstes Jahr bist du auch bei 60 plus dabei. Ja. Da wäre er noch schneller. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ja. Ja. Hoffentlich kommt er zu uns und zieht das weg. Liebe Fernzuschauer, der Rudi will Ludwigshafen verlassen. Das geht nicht. Ja, das beste Pferd im Stall. Ne? Ja, ja. Geht weg. Rudi, wollen wir doch noch mal sprechen über diesen Mitgliedervertreter oder diesen Mentor. Du hast gesagt, also, ich meine, das lässt mich hier los. Das ist praktisch wie in der Schule der Schulsprecher oder Klassensprecher. So sehe ich das, ein Vertrauensbaum, bei dem dann die Mitglieder hingehen können, wenn sie irgendwie die Probleme haben, wenn sie irgendwas Fragen haben, wenn sie mit irgendjemandem zurechtkommen oder einfach so, um sich mal gegenseitig kennenzulernen. Ich finde das so eine tolle Idee. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja, also ich grenze das nochmal ab. Wir haben jetzt vorhin, deine ersten Fragen ging ja um diese Position des Mitgliederbeauftragten, denn unser Ortsverein ja hat. Diese Arbeit habe ich jetzt die letzten Monate mitgemacht. Muss man auch viel Zeit bringen, muss auch ein bisschen Sensibilität haben, muss auch ein bisschen kommunikative Fähigkeiten haben. Ja. Aber das andere, das ist eine Idee, da ist eigentlich bei uns noch nie drüber gesprochen worden. Das ist eine, sag jetzt mal, eine Idee von mir, weil ich halt jetzt sehe, gerade Björn König ist jetzt mal so ein Beispiel. Ja? Also ganz junge Leute, mit 20 kam der, war auch gleich mit hier integriert im Haustürwahlkampf und so weiter. Wir hatten ja Bundestagswahlkampf und einen OB-Wahlkampf und der hat sich auch richtig gut von Anfang an mit eingebracht. Aber wir haben nicht immer gleich, ich sage jetzt mal, die politischen Bildungsangebote. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die war da früher aktiver. Da kommt jetzt vielleicht auch wieder ein größerer Impuls, da wird es wieder ausgearbeitet. Übrigens auch unser Landesverband in Mainz, die sehen auch, dass es da Bedarf gibt, da wird sich mehr tun. Aber ich sage jetzt mal, wir haben jetzt nächstes Jahr Kommunalwahl. Da will man dann mal wissen, wie funktioniert ein Ortsbeirat, wie funktioniert ein Stadtrat. Wie funktioniert es mit der Listenaufstellung? Und da ist einfach meine Idee, dass es in einem Ortsverein einen Mentor gibt, der sich ganz gezielt um die ganz Jungen bemüht, die ja in der Hinsicht, die haben zwar ihre Schulbildung, die Allgemeinbildung ist ja relativ breit, egal ob das jetzt Realschulabschluss oder Abitur ist, ja. Aber es ist halt so, dass in den Details, die ja doch für die Kommunalpolitik wichtig sind, vieles ist eigentlich gar nicht so bewusst und die Schule kann es auch gar nicht leisten, das zu vermitteln. Das wäre die Hauptaufgabe, hier als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen bildhaft, um die Jungen damit an die Hand zu nehmen und denen auch, ich sage jetzt mal, einen besseren Input bieten zu können. Ich bin immer ein Freund davon, im persönlichen Gespräch, da kann ja auch vieles hinterfragt werden. Das ist besser, wie wenn ich dem jetzt eine
oder derjenigen eine Broschüre in die Hand drückt und sagt, da kann ich alles nachlesen. Das ist nicht sonderlich prickelnd. Ja? Also dieses persönliche Gespräch oder was jetzt vorhin Paul angeschnitten hat, wenn man jung ist, meint man manchmal, man kann die Welt aus den Angeln heben. Ja? Aber dann ist es so, dass der Ältere, der Mentor, das soll ja auch jemand sein, der ja schon einiges an Lebenserfahrung, vielleicht auch Erfahrung in der Kommunalpolitik schon mitbringt, der das dann entsprechend vermitteln kann und sagt, ja, dein Ansatz ist schon gut, nur sei mal jetzt nicht so ungeduldig oder wie auch immer, was es halt gerade mal ist und sagt, da muss ich dich jetzt aber ein bisschen bremsen, ich meine das nicht böse mit dir, ich meine das sogar gut mit dir und auch entsprechend hier das dann begründet, ja. Man muss halt sehen, das muss halt wirklich auch eine Person sein, die gute kommunikative Fähigkeiten hat, Empathie und so weiter und die auch bei dem jüngeren Mitglied auch auf 150% Akzeptanz stößt. Weil wenn es da klemmt, macht das keinen Sinn, dass man dann sowas hat. Also ich sage, es wäre gut, wenn jeder als Verein das hätte. Es macht auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, du machst es, du bist jetzt, was weiß ich, mit 60 oder Paul mit über 70, du hast jetzt 50 Jahre in der Partei an Erfahrung auf dem Buckel, du machst das, das macht keinen Sinn. Also das muss jemand sein, der sagt, ich brenne dafür und ich mache das gern, ich weiß, ich habe die Fähigkeiten, also ich halte gar nichts davon, genauso wie jetzt der Mitgliederbeauftragte. Ich setze hier auf das Freiwilligkeitsprinzip, nicht zu sagen, wir müssen halt jetzt dieses Amt und jenes Amt besetzen, du machst das, du machst das. Das wird nicht gut funktionieren. Insofern wäre das verschenkte Zeit. Was denkst du, Paul, das ist eine gute Sache, ne? Ja, natürlich, das ist eine gute Sache. Man muss bloß jetzt so einer finden. Ne? Ja, richtig. Das macht, ne? Das ist schwierig. Also ich werde es nicht machen. Ich bin mit dem Engagement drüber, hoch drüber. Und ich habe so viele Sachen zu machen. Also manchmal denke ich, als wenn ich meinen Planer sehe, das kann ja nicht wahr sein. Paul ist dann so wie auf der Arbeit. Ja, ja, ja. Es wird jemand gesucht, jung, ja, dynamisch und viel Erfahrung. Ja, ja, so ungefähr, ja, ja. Kannst recht haben, ne? Aber es ist wirklich so, ne? Also man muss auch, ich habe mir jetzt schon vorgenommen, ich bin jetzt schwer 77 jetzt im nächsten Monat, irgendwann muss ich mal dran denken, etwas von diesen Ehrenämtern, sage ich mal, abzugeben. Ne? Aber wo fängt man an? Ich war jetzt lange nicht mehr im Seniorenrat, weil ich fast jetzt so lange krank war und ich habe mich die Zeit auch nicht so wohl gefühlt. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht das erste ist, was ich mache. Du warst jetzt 18 Jahre dabei. Ne? Denk an Erhard Eppler, der kommt übrigens auch im April zu mir. Der hat zu mir gesagt, zu meiner Redaktion, ich komme gern zu euch, ich brauche nur jemanden, der mich fährt. Ne? Der wohnt in Schwäbisch Hall. Der macht jetzt ein neues Buch geschrieben. Und das sind überall Vortragen, Lesereisen machen. Und dann komme ich zu euch, hat er gesagt. Ne? Der schon 91 oder 92. Mach doch ein bisschen Zeit, Paul. Kannst du ein bisschen was leisten? Nein, nein. Ich denke ewig an die Helga Koch. Nicht? Ja. Der Roland war ja auch im Betriebsrat und die Helga war auch im 60 plus und im Stadtrat. Und die sagt dann immer, Paul, warum tust du dir das an? Lass doch mal langsam los. Ja, dann war also sie bei der Caritas oder irgendwas war da. Da habe ich sie gesehen und sage ich, Helga, warum tust du dir das an? Da hast du mich erst angeguckt, ne? Auf einmal hast du mir so lachen. Ne? Ja, ja. Hast du gesagt, du hast ja recht. Aber es ist keiner da. Es ist keiner da. Ne? Also man findet sehr selten jemand, wo da reinspringt. Und die Jungen, ja gut, die muss man fördern, aber man kann sie nicht gleich in irgendwas reinsetzen, wo sie, sagen wir, wenig Ahnung haben. Ahnung haben sie schon alle. Ne? Aber wir haben auch noch ein junges Mädchen aus Mannheim, wie heißt der wieder? Auch bei uns aktiv werden will. Du meinst die Daniela Hochmann? Jawohl, das ist auch so eine Aktive. Ne? Und man könnte schon begrüßen, wenn die sich bei uns ordentlich beteiligt. Es ist halt so, wenn jemand Neues macht, dann sind gewisse Erwartungen mit dem Amt verbunden. Das muss derjenige halt dann erfüllen. Ja. Mein Chef hat immer früher gesagt, ich bin kein Chef, der das will, dass mein Nachfolger es genauso macht wie ich. Weil er nicht gleich selbst weitermacht. Also das heißt, beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Dann mache ich es lieber selbst. Ne? Der Neue muss praktisch die Erwartungen übernehmen, aber der Vorhergehende muss auch Abstriche machen. Anders ist es immer schlechter. Diese beiden Seiten müssen dann zusammenkommen. Ja. Da gibt es schon etliche Fälle. Wir haben auch jemanden gehabt, die hat die Plakate immer bei 6 auf die Straße und jeder schreibt was drauf. Dann habe ich gesagt, Diesel Schäfer. Schäfer heißt er.
habe ich gesagt, Samuel, können wir nicht mal was anderes machen? Ach, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, sag ich, so geht's doch nicht. Also die Leute sollen sich jetzt biegeln und auf dem Boden rumschreiben. Ne? Mit den Füßen können sie nicht schreiben. Ja. Dann haben wir die Plakatwände dann da irgendwie ein Viertel angeschafft. Ne? Das, man muss ein bisschen auch ein bisschen mitdenken. Ne? Also das haben wir schon immer so gemacht, das kann nicht bleiben. Das ist der ewige selbe Tod. Da kann ich auch mich wählen, nach Berlin wählen lassen. Mit Coco, das geht jetzt genauso weiter wie vorher. Das kann ich jetzt schon behaupten. Also ich sehe es nicht ganz so schwarz. Aber ich möchte einen anderen Gedanke hier anführen. Also ich halte nichts davon, jüngere Leute gleich hier zu überfordern oder gar zu verheißen. Also ich bin ein großer Freund, auch den Jüngern zu sagen, führt eure Ausbildung gut zu Ende, ist ein Studium für das Studium gut zu Ende, sammelt ganz praktische Erfahrungen im Berufsleben und nicht gleich zu viel, direkt von der Uni dann in ein größeres Parteiamt. Und dann, ich sage jetzt mal, ganz langsam die Leute heranführen. Würde bei uns jetzt bedeuten, eine Stadt, man macht mal eine Periode Ortsbeirat. Vom Ortsbeirat geht es weiter in den Stadtrat. Habe ich da gute Arbeit gemacht, kann ich unter Umständen sagen, jetzt bewerbe ich mich mal um Landtagsmandat, fange dann auch an, als Klammer, als B-Kandidat und so weiter. Also ich bin großer Freund, dass auch die Leute, die uns dann in Berlin vertreten, dass die mal klein angefangen haben und auch, ich sage jetzt mal, die ganz banale Probleme der Kommunalpolitik, oder ganz banal ist es ja eigentlich im Ortsparat, wenn sie es kennengelernt haben und auch schon an Lebenserfahrung über das Berufsleben einen guten Hintergrund haben, das sind die Leute, die werden uns besser vertreten als die anderen, die jetzt diesen Aufbau gar nicht gemacht haben. Also ich sage auch, das politische Handwerk, da brauche ich eine Ausbildungszeit dazu, so würde ich das jetzt mal nennen. Ja. Und je besser das gelingt und je besser dieser Aufbau funktioniert, desto besser werden uns die Leute vertreten können. Und die brauchen ja auch immer Rückkopplung. Das wird auch immer wieder besser funktionieren. Das heißt, man muss auch, auf Deutsch gesagt, am Anfang mal eine ganze Zeit lang den Wasserträger der Partei machen. Ich sage immer, ich bin immer noch ein Wasserträger. Ne? Wobei ich das gar nicht negativ sehe. Nein. Ja. Das ist schon ernst gemeint. Ne? Also liebe Fernsehzuschauer, jetzt habe ich hier zwei alte Hasen der Kommunalpolitik sitzen. Also alt jetzt auch wieder nicht. Also ich bin 2005 in die Partei eingetreten. Ich habe da junge Probleme, damit wenn mich jemand als alter Hase bezeichnet. Ihr wisst beide, von was er spricht. Ja. Wenn ihr das Wort Kommunalpolitik hört, ja, davon gehe ich aus. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, so Kommunalpolitiker, die leisten schon was. Aber wie sieht man eigentlich so ein Ablauf eines Kommunalpolitikers aus? Ich habe letztens den Andreas Schwarz gefragt, wie der Ablauf eines Bürgermeisters aussieht. Und er sagt, er kann sich gar keine freien Termine machen, weil es da geschäftlich so hart, so vielseitig, dass er gar nicht zu anderen Terminen kommt. Ist es bei euch als Kommunalpolitiker auch so? Bei ihm jedenfalls bestimmt, ne? Ja, also man muss ja sehen, der Ortsvereinsvorsitzende hat ja, ich sage jetzt mal, die hehre Aufgabe, alle 4 Wochen zur Vorstandssitzung einzuladen. Diese Vorstandssitzung, die muss gut vorbereitet werden. Das heißt, ich sitze dann abends da, mache mir Gedanken über die Tagesordnung. Wenn bestimmte Dinge noch auszuarbeiten sind, vorarbeitet zu machen, dann mache ich die auch. Das heißt also, auch der ganze Ablauf der Sitzung will geplant sein. Die Tagesordnung muss schon die entsprechende Struktur hergeben. Man kann zwar die Elektronik da nutzen, macht einen Verteiler oder so, bei so internetresistenten Leuten wie dem Paul, da hat wenigstens einen Fax, der kriegt dann die Tagesordnung in ausgedruckter Form auf Fax gelegt. Also ich bin praktisch sein Faxpate. Ja. Also ich sage, diese Arbeit, die kehrt immer wieder. Darf ich kurz unterbrechen, oder schreibst einfach einen Brief? Ja, man kann auch anrufen. Ne? Das ging ja auch jahrzehntelang. Man kann auch anrufen. Ja. Oder anrufen. Kann man ja immer noch das, was er dazu faxen will, kann man ja eine Sitzung vorher. Wir sind ja früh genug da. Ja, ja. Kann das durchlesen. Nee, aber ich würde mit sagen, man muss beides leisten können. Ich habe ja jetzt nicht mehr Leute, die einen Internetzugang haben. Für mich ist das eigentlich selbstverständlich. Und dann hat es eigentlich ein paar Sekunden oder ein paar Minuten verzögert. Hat erst. Wenn ich den Brief schreibe, dann hat das erst 2 Tage später. Und das ist eigentlich schlecht. Und sie sagt schon, aus Kostengründen ist das halt die günstigere Variante. Das ist eine wiederkehrende Arbeit. Dann zwischendrin
ist der Stammtisch zu organisieren. Dann machen wir im Zwei-Monats-Rhythmus. Da muss ich überlegen, wer ist jetzt der in Anführungszeichen Promigast. Wir hatten jetzt das letzte Mal unseren Unterbezirksvorsitzenden, den Martin Wegner. Unser nächster Stammtisch ist jetzt am 3. April in der Weinstube Breivogel. Das ist bei uns in Süden eben am Finanzamt. Und da kommt jetzt die Heike Scharfenberger. Wir haben die in ihrer Funktion eingeladen als Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, weil wir einfach sagen, die letzten Monate stand Berlin so im Mittelpunkt, davor natürlich auch zu Recht die OB-Wahl, aber das normale kommunalpolitische Tagesgeschäft, das ist endlich mal wieder an der Zeit, dass wir uns dem widmen. Also wir machen uns auch Gedanken, was ist denn jetzt eigentlich mal dran und versuchen dann auch einen entsprechenden Gast einzuladen. Das ist ganz wichtig, diese Stammtische ist ja nicht eine Veranstaltung für Genossinnen und Genossen, sondern das ist eine bürgeroffene Veranstaltung. Das heißt also, wir möchten ja möglichst auch ein ganz niederschwelliges Angebot, dass ein Bürger mit einem x-beliebigen Anliegen oder der sich einfach mal interessiert, über was unterhalten die sich, da komme ich jetzt ja mit dazu. Stammtisch ist ja mit die lockerste Form, die es überhaupt gibt. Ich muss natürlich schon auch vorher die Lokalitäten terminieren und so weiter. Also da steckt schon ein Riesenaufwand hinten dran. Natürlich einmal im Jahr die Mitgliederversammlung. Das ist auch nochmal ein Rieseneck, das zu organisieren, so ein Rechenschaftsbericht. Auch hier ist ganz wichtig der Schatzmeister. Ja, also ich sag mal die zwei Schlüsselfiguren oder drei, wenn man so will. Das ist nicht nur der Vorsitzende, das ist der Schriftführer, klar, und natürlich auch der Kassewart, der Schatzmeister. Zwischendrin, ich habe ja auch seit 2012 ein Ortsbeiratsmandat. Wir haben dann auch immer wieder mal ein Vortreffen, wo wir uns unterhalten über Anfragen und Anträge, die wir am Ortsbeirat stellen. Das organisiert dann unseren Fraktionssprecher und stellvertretender Ortsvorsteher, der Ben Laubisch. Also das sind wieder weitere Termine. Auch da macht man sich Gedanken, wer dann eine Idee hat. Also wenn ich jetzt eine Idee habe, muss ich dann diese Anfrage oder Antrag formulieren und der Bernd kriegt es dann in elektronischer Form rüber und gibt es dann entsprechend weiter an der Ortsvorsteher. Zwischendrin sind natürlich, das sind im Schnitt, sagen wir mal, vier Sitzungen des Ortsbeirats im Jahr. Die sind meistens mittwochsabends, also ab 17 Uhr. Oder es kommen jetzt Sondersitzungen, wo bestimmte Dinge im Stadtrat behandelt werden, Bau- und Grundstücksausschuss. Und dann ist es oft so, jetzt im Moment spielt in der Innenstadt die Musik, dass es dann also Sondersitzungen gibt, sowohl für den Ortsbeirat südliche Innenstadt, manchmal auch für beide, also Ortsbeirat südliche Innenstadt und nördliche Innenstadt. Also da kommt schon einiges zusammen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich sage, jetzt wir haben demnächst Neuwahlen. Im Sommer, die Amtszeit ist um die zwei Jahre. Ich sage also immer, die Leute müssen die Zeit haben, diese Sitzungstermine wahrzunehmen. Wenn sie im Ortsverein mitarbeiten wollen, müssen sie auch sich überlegen, welches Amt würde zu mir passen. Und die Zeit muss ich natürlich auch mitbringen, weil Vorbereitung, Nachbereitung, das ist jetzt nicht mit unserer Sitzung getan, die dienstags einmal im Monat da stattfindet. Wir machen üblicherweise unsere Vorstandssitzungen im Juso-Treff, im Maxstübel, das ist neben dem Parteibüro in der Maxstraße. Also man muss schon bereit sein, einiges an Zeit zu investieren. Aber ich sage immer, ich habe einen gewissen Mehrwert. Das heißt also, wenn ich jetzt in so einem Gremium drin bin und sei es jetzt in der Funktion als Beisitzer, also er ist Mitglied des erweiterten Vorstands, dann kann ich natürlich mitgestalten. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, die Hand zu heben. Also bei Vorstandssitzungen werden ja Beschlüsse gefasst. Wenn ich jetzt ein normales Mitglied bin, habe ich gar nicht die Möglichkeiten der Einflussnahme, wie ich sie jetzt habe, im engeren und im erweiterten Vorstand. Also sehe ich es richtig, so eine Aufgabe eines Kommunalpolitikers ist eigentlich sehr viel Zeit, es kommt immer auf das Amt an, was er begleitet. Ne? Das heißt, du als Ortsvereinsvorsitzender hast wieder ganz andere Aufgaben wie du, Paul, in deiner AG 60 Plus. Ja. Das heißt, du musst dich mehr auch um die formalen Dinge kümmern, während du, Paul, mehr die Ansprechperson für Problemfälle bist. Du sehe ich das. Also, stimmt das so? Ja, also ich kriege das zu gefaxt von der Ingrid Reschke zum Beispiel. Ja. Dann sind verschiedene Themen drauf. Zum Beispiel, wir haben mal ein Thema gehabt, Rentenpapier. Ja. Ja. Und das, dann schreibt es dazu, man soll sich mal Gedanken machen. Und wir haben dann nächste Sitzung in Speyer. Ja. Manchmal haben wir es in Speyer und dann Lüttichshafen wieder, weil ja auch von Speyer involviert ist. Und dann machen wir uns die Gedanken und dann machen wir unsere Vorschläge. Wir sind im Ausschuss, 22 Personen. Ja.
manchmal sind 18, manchmal 16 da, manchmal sind sie schon auch alle da gewesen. Und dann wird ein Papier aufgesetzt, gerade über das Rentenpapier zum Beispiel. Das ist leider nicht, hat nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, aber bei unserer Partei in Berlin damals. Und dann kommen die Vorschläge rein. Und dann wird es weitergereicht. Und wenn wir Glück haben, kommt es an die richtige Stelle, sagen wir es mal so. Denn wir sind ja nicht die 61 plus in Deutschland. Ne? Da gibt es ja bundesweit die Mitglieder und die. Und jeder hat irgendeine Idee. Manchmal kann man sich zusammenschließen mit einem anderen, mit Pfalz, zum Beispiel in der Pfalz, ist ein Geisterlader, die haben auch die Themen drauf. Die sehen wir nur meistens auf Delegiertenversammlungen, regionaler Konferenz und so. Und dann kann man sich vielleicht absprechen. Und dann hat es auch eine größere Wirkung, wenn es ein bisschen mehr in die Breite geht, diese Forderungen. Oder über, wir haben schon über die Sozialwohnungen geredet oder über die Renten oder Sicherheit für die Behinderten, also die Patienten und so weiter, die behindert sind. Und das muss dann natürlich aufgesetzt werden, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, wir geben uns auch Sätze dazu und die Ingrid Resch gemacht ist, auch die Schriftführerin, und es wird dann abgestimmt, ob das so in Ordnung ist und dann wird es weitergereicht. Was daraus wird, das sage ich immer, das weiß nur jemand da oben. Und Bau, du bist ja nicht nur Sicherheitsbeauftragter für die Senioren, sondern du bist auch Kulturbeauftragter. Nein, ich bin nicht Kultur, ich bin im Arbeitskreis Kultur. Und, was macht er denn da schon? Ja, das ist jetzt so ein Problem. Wir haben früher, ich will jetzt nicht jemanden kritisieren, unseren Dienst ist der Markus Lemberger. Ne? Ja. Aber bei ihm, der hat ein ganz anderes System. Ja. Wir haben es, ich sag mal so, wir haben mal beim Stefan Reul zum Beispiel oder bei der Eleonore Häfner, das war die erste, wo ich dazu gestoßen bin, da sind wir zusammengekommen und haben uns über die Kultur, was in Ludwigshafen so passiert, die Preise auch fürs Theater und was man so machen kann, uns informiert. Und das ist manchmal über Stunden gegangen, beim Stefan Reul war es genauso. Leider hat er das Handtuch geschmissen, ich will nicht sagen warum. Und dann haben wir jetzt den Markus Lemberger, ich will ihn nicht kritisieren, aber der macht so ein Kurzgespräch und das gefällt mir nicht. Und ich kriege auch selbst eine Einladung, muss ich sagen. Wenn das vielleicht hört, denkt er, dann muss ich jetzt mal endlich schicken. Ne? Aber ja, ich habe schon gesagt, bei uns ist es Schluss, also ich kriege nichts und es hat jetzt gar nicht, dass ich da überhaupt weitermache. Ne? Habt ihr ein Generationenproblem? Das auch. Das will keiner machen. Man, ist ja verschiedenes verteilt, auch bei uns. Ne? Aber es ist halt, es sind auch viele Ältere, noch älter wie ich, die können auch nicht. Wir haben einen Älteren, der ist sehr bekannt, auch in Ordnung, der Rudi Schmied, nicht weniger, weil er war ein Betriebsrat. Ne? Dann haben wir den Hans Pegloff, muss ich erwähnen. Ja, der war auch. Das war ja, ach ja. Gott, der Hans und ich, wenn wir eben nur als Delegierte waren, da war immer was los, Deutsch gesagt. Ne? Der Hans war so, ich habe ab und zu Hans das. Das passt uns nicht. Ja. Und der Hans hat das dann wunderbar formuliert. Er ist ja gleich hoch. Ja. Die hat gehoben und dann ein Referat gehalten. Ja. Das sind wir jetzt zu der Woche haben, das war viel zu lange. Aber die hat man nicht immer. Und, sie werden ja älter. Und es ist auch schwierig, dass jemand zu uns stoßt. Jetzt haben wir einen Holger Schaaf ist dazugekommen. Ja. Ne? Aber ansonsten, in gewisser Alter müsste man ja auch mal als 60 plus aussteigen. Ne? Wir haben die Hedi Siegel gehabt, die war wunderbar. Ne? Die ist aber, die sind halt altersmäßig ausgestiegen, die sind überhaupt über 80. Ja. Und das kann man verstehen. Ne? Auch 60 plus kommt an seine Grenzen irgendwann. Ne? Aber es ist schon schade, weil gerade das Kulturressort ist ein wichtiges Ressort. Ne? Es ist sehr wichtig, das habe ich gemerkt, wie ich bei der Häfner als damals, der Eleonore Häfner mit war. Ich habe den Eindruck gehabt, ich war ja auch am Anfang so ein bisschen Kulturpart hinaus. Ne? aber das ist allgemein schon, bei der SPD habe ich ja mitgekriegt, ne? Sagen wir es mal so. Ne? Hat sich immer viel gewagt, ja, muss ich widersprechen. Ja, doch. Also, wenn Thema Kultur, da wird so gerade Begeisterung, wird geklatscht. Und da war das ein bisschen anders. Ne? Wir haben Einladungen, ich bekomme jetzt noch Einladungen, ne?
von der Eber-Stiftung zum Beispiel, ja. Ins Bruchzentrum, wenn da was ist, da war der Lüster, die Kinderausstellung vom letzten Krieg da, diese Dingsausstellung und oder jetzt wird ja wieder alle drei Jahre ist es ja so, der ins Bloch, der Blochpreis wird da verliehen, ne? Und da geht es automatisch. Ich hoffe, dass ich dann auch die Hilde mal wieder sehe, denn die muss ja wahrscheinlich die Antrittsrede sprechen, wie Friedrich war, der Lose. Ne? Aber es ist nicht mehr so, wie es war. Mit da wünsche ich euch, Paul, dass ihr in Zukunft an einem Strand zieht, weil es wichtig ist. Ja, das ist wichtig. Ich habe ein bisschen zu neu im Theater, die kommen sogar, wo ich arrangiert habe, vom Odenwaldkreis, wie heißt das, Neckarhausen kommen die. Rhein-Neckar-Kreis. Die haben noch eine schöne Reise, eine Rückfahrt. Ne? Ja. Das dauert ja auch, ne? Wenn das Theater ausgeht, dann noch ein bisschen einher. Nach dem Theater, wir müssen uns ja auch ein bisschen unterhalten, ob es gefällt oder nicht gefällt. Ne? Da ist auch eine Diskussion dann da, aber ansonsten. Es ist aber auch alle Monat einmal jetzt zum Beispiel die 60-Plus-Sitzung, bei ihm auch, also bei uns im ordentlich südlichen Innenstadt, einmal im Monat. Im Stadtverband ist es viermal im Jahr, glaube ich. Da kriegt er auch als Gast eine Einladung, ne? Stimmt das? Und unappliziert, nicht zu vergessen. Also Stadtverband unappliziert sind Beitrittstermine. Auch für die Ortsvereinsarbeit. Also langweilig wird es. Und dann habe ich noch den Sozialausschuss, der ist Gott sei Dank, hätte ich beinahe gesagt, auch viermal plus im Jahr. Ne? Und das sind meistens Titel ohne Mittel auch noch. Ne? Ich sage, das sind Titel ohne Mittel. Ne? Also wenn man irgendwo hinfährt, Kaiserslautern oder nach Mainz, und dann kostet das unser eigenes. Das wollte ich auch nochmal sagen. Viele wissen es vielleicht nicht. Ja. Ihr macht das alles ehrenamtlich. Alles ehrenamtlich. Ne? Alles ehrenamtlich. Ja. Ist schon eine Leistung, ne? Die sich. Ich glaube, das ist schon eine betrachtet. Es ist eben so, bei dem Zeitpunkt. Also, wir sind nicht gezwungen, wir machen das auch freiwillig. Natürlich. Mhm. Und ich habe da immer mein Heft liegen, wenn ich das bloß zwei Seiten aufschlage, da ist kein Tag frei. Mhm. Auf jeden Fall ist es eine Leistung, die sich lohnt, immer wieder erwähnt zu werden. Ja, ja. Weil es ist ja doch, dass du die ganze Freizeit. Ja, die ganzen nicht, aber einen großen Teil, ja. Gut, die Familie leidet vielleicht sowieso drunter. Und ich kann sagen, Familie muss auch mitmachen. Dann wollen wir mal einen Urlaub oder der Gatte oder ne, das gibt, er muss auch mal mit seinem Besitzer sehen. Ne? Aber ich habe, so denke ich ewig dran, ich habe einen Stammtisch, oder wir haben einen Stammtisch gehabt, und zwar der Rudi Bauer, der ehemalige Betriebsrat von der BASF, und der Rainer Ludwig und ich im Abendexer. Da hat der Rainer mal zu mir gesagt, hör mal, Paul, nimm nicht so viel an. Ich bin immer gebeutelt worden, wenn ich früher fortgemisst habe und bin irgendwo anders zu spät gekommen. Da hat sich immer Käse, warum rennt denn der weg? Oder warum kommt denn der zu spät? Da hat ja recht. Ne? Das ist so. Du sagst auch, ich habe einen Termin um 15 Uhr und dann 19 Uhr jetzt am nächsten Dienstag. Ne? Das ist auch wieder unsere Vorstandssitzung. Ne? Mhm. Und dann kommst du wann? 15 Uhr. Ne? Manchmal hat es schon über Stunden das Mittags gedauert. Ne? Dann sitzt du da und denkst, ich muss früher fort, tut mir leid, ne? Dann haust du ab. Ne? Das wird nicht gern gesehen. Ne? Aber das ist eben so. Also wir sind ja beide verheiratet, bei ihm ist es seine Frau, bei mir entsprechend auch meine Frau, die sind nicht Mitglied in unserer Partei. Wenn die das nicht mit unterstützen würden und mittragen, wenn ich allein an das große Thema Wahlkampf denke, dann weiß ich das selbst auch. Meine Frau, wie die sich einklingt, die macht auch entsprechend. Alles, was mit Bilder und so weiter und Verwaltung, Bilder einstellen auf unserer Facebook-Seite und so weiter, das ist ja alles eher ein Part. Also wenn das der Partner oder Partnerin nicht bereit ist, das mitzutragen, hat man ein großes Problem. Also Paul und ich, wir haben da sehr gute Voraussetzungen, weil unsere Frauen sehr gerne das mittragen. Für das müssen sie halt öfters mal abends auf uns verzichten. Auf der anderen Seite haben sie auch mal Möglichkeiten, sich ohne uns zu entfalten. Also man kann das dann auch mal genießen. Meine Frau sitzt ja auch nicht immer daheim, die geht zwei Turnen, ne, zusammen. Ne? Sie treffen sich heute im Turn, ne? Drei Tage. Ne? Ja. Also dann ist er vor den Neuen kommt das sowieso wahrscheinlich nicht. Ne? Ein Gast, ich weiß nicht, wer es war, hat zu mir gesagt, ach, mein Vater ist ganz gern. Ich sagte mir, da weiß ich wenigstens, wo du bist. Ach, ja. Ja, so kann man es auch sehen. Ne?
Ja, also, ja. Guck mal, hast du auch recht, die Frage. Ja, ja, das kann passieren. Naja, auf jeden Fall, die ganzen Kommunalpolitiker, die sich so engagieren, wie ihr das macht, die muss mal hier, oder die müssen hier mal erwähnt werden, mal ein großes Lob ausgesprochen werden. Ich meine, es sei denn nicht nur ihr. Es gibt ja viele, ja, viele, viele, die eine ähnliche Arbeit machen wie ihr in der Kommunalpolitik. Alles ehrenamtlich. Und das muss einfach dem Publikum immer wieder nahegebracht werden, weil gerade im Moment, Paul, du hast ja vorhin angesprochen, in der Großen Koalition die Politik im Bund nicht so positiv gesehen wird. Ja. Und die Politik wird immer so abgewählt, ach, die wollen alle nur Geld scheffeln. Ne? Aber hier habe ich mal das Gegenteil, ein Beispiel, ja, von Leuten. Und das sage ich noch, das seid ihr nur ihr zwei. Es sind ja viele, viele, viele andere auch in der SPD, auch in der CDU, bei anderen Parteien, die praktisch ihre Freizeit opfern und mit Herzblut beißen. Ja, ja, genau. Ihre Partei. Aber wir werden ja ab und zu mal lobend erwähnt. Ja. Deswegen sind die Medien dazu da, es mal darzustellen, was ihr leistet. Ne? Ja. Also man muss auch sagen, also wer nachkritisiert, also wer sich ehrenamtlich engagiert, ja, der muss es auch vertragen können, dass der ein oder andere sagt, das gefällt mir nicht oder mit dem habe ich persönlich ein Problem. Also wer damit nicht leben kann, der soll besser die Finger davon lassen. Uli, du weißt doch, ganz klar sagen. Anti-Werbung ist auch Werbung. Ja. Ja. Hauptsache, es wird über dich gesprochen, über dich oder über die Partei. Es ist nicht immer gesagt, dass nur positive Schlagzeilen was bringen. Ja. Man sieht es ja bei der AfD, ne? Die haben nur negative Schlagzeilen und trotzdem steigen die Prozente immer höher, ja, ja, weil sie da im Gespräch sind. Ne? Natürlich. Was meinst du, wie es da weitergeht? Ich habe da die Befürchtung, dass das doch ein bisschen schlimmer wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in den nächsten Jahren so ruckzuck verschwindet. Es ja, hat ja früher bei den Grünen zum Beispiel auch gesagt, ah, die sind nicht lang dran und die Parteien, die da auch nichts und da eine wie 5 Mark Benzin für den Liter, haben wir nicht einen guten Außenminister gehabt dann irgendwann mal, ne? Den Joschka Fischer. Ja. Und die haben uns da runtergebracht, da wollten sie diese Dachlader aus dem Land haben. Ne? Aber mit der AfD, das ist ein ganz anderes Kaliber. Und ich merke es, was meine Briefkasten hat. Ich bin als froh, dass sich die AfD nicht so meldet, zum Beispiel über den Berliner Platz. Ne? Da könnten die womöglich noch ihr Süppchen kochen. Ne? Es gibt ja nicht bloß den Berliner Platz, das ist im Hemshof, im Mundmal, diese Kreuzung im Kreuz und im Hemshof, der Priolo hat ja auch seine Arbeit mit diesen Chaoten manchmal, hätte ich gesagt. Ne? Ja, Paul, Rudi, jetzt haben wir endlich mal eine Lanze gebrochen für die fleißigen Mitarbeiter, für die fleißigen Kommunalpolitiker. Das war mir ein echtes Anliegen, weil gerade in der Zeit heutzutage, wo die Politik immer so abgedagelt wird, gibt es doch viele, 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 wo man sagen kann, dass sie die Sicht eine ganz andere, dass sie das eine ganz andere Sicht auf die Dinge, ich sah vorher liegend, als bei den Dingen, die sich in Berlin abspielen. Ja, das stimmt. Und jetzt habe ich mal die Arbeit gemacht, habe die ganze Regierung mal rausgeschrieben. Und da ist mir aufgefallen, dass viele der Minister eigentlich diese Ämter, die sie jetzt begleiten, früher gar nicht begleitet haben. Und da wundert mich immer, wie kann einer ein Minister sein, Oberbürgermeister, Finanzminister, Wirtschaftsminister, Verteidigungsminister, und da hat mich Martin Wegner mal aufgeklärt, einer, du darfst nicht denken, dass die alles wissen. Die müssen nur richtig delegieren, ihre Mitarbeiter, das müssen sie können. Ja. Deswegen können die so schnell hin und her springen von einem Ministerium ins andere. Haben ihre Berater, nicht? Das ist nicht so, oder? Wenn sie so falsche haben, sind sie weg vom Fenster, ne? Ja. Wird gesehen, ne? Aber man muss es differenzierter sehen. Also ich sage jetzt mal, der fachliche Kopf sollte eigentlich der Staatssekretär sein, der ja dann auch, ich sage mal, Kraft des Amtes Stellvertreter vom Minister ist. Und natürlich der Verwaltungsstab und den Mitarbeiter, weil die Facharbeiten macht ja das Verwaltungspersonal im jeweiligen Ministerium. Der Minister oder die Ministerin ist ja
der Kopf. Also wir haben auch viele Jahre zugebracht mit Hans Eichel als Bundesfinanzminister. Der war vom Beruf Schullehrer. Also ich denke, so schlecht hat er das jetzt unbedingt auch mitgemacht. Wir haben, ich sage jetzt mal, bei bestimmten Ämtern haben wir halt vielfach Leute, die aus dem Schuldienst kommen. Wir haben aber auch Juristen. Wobei Juristen, ich muss sagen, die denken eine große Bandbreite ab. Also die kann ich eigentlich im Umweltministerium genauso brauchen, wenn da ein Jurist ist, der Minister. Genauso wie jetzt im Finanzministerium, wie auch immer. Also da muss ich sagen, die decken eine große Bandbreite ab. Und da haben wir bis jetzt auch ganz gute Erfahrungen gehabt, bilde ich mir mal ein. Da habe ich den Kurt Beck gefragt und gesagt, Kurt, wie sieht es aus? Denkst du, dass es gut ist, dass wir heute praktisch nur Leute haben, die von der Uni direkt in die Politik wechseln? Früher war es ja ein bisschen anders, ne? Du hast einen Beruf gelernt, wie ihr das vorschlagt eigentlich. Ne? Hat Kurt zu mir gesagt, einer am besten wäre es, wenn eine Mischung da wäre, wenn es von allen etwas gehen würde. Das stimmt doch auch, ne? Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon befürwortet. Wir brauchen nicht viele Rechtsanwälte, wir brauchen Mitarbeiter, die immer da sind. Und nicht irgendein Rechtsanwalt hat ja eine ganz gewaltige Arbeit, nicht bei uns zum Beispiel, auch in seiner sogenannten Firma. Der muss ja auch dort präsent sein. Und er muss abwägen, was ist jetzt wichtiger. Nicht? Meine Politik hier, die Kleinpolitik, wo wir bei uns machen, oder meine Kanzlei. Nicht? Und da muss ich den noch stehen, wenn sie sagen, er stimmt nicht was rein, jetzt tut mir leid. Nicht? Aber wir haben ja einen, nicht? Martin Wegner, den haben wir noch. Wir haben den Chappik erstmal gehabt. Ja, die Videos. Ja, bei uns in Sie. Ne? Ja, klar. Ja. Es gibt ja etliche in den Ortsvereinen, die Juristen sind. Ne? Mhm. Aber man sollte schon gut gemischt haben. Also Handwerker haben wir vermutlich ein paar zu wählen. Nein, da haben wir einfach. Ja. Gerade auf der Berliner Bühne. Ja. Es ist halt auch eine Generationenfrage. Heute studieren. Und dann stehen sie auf der Straße, weil es zu viele sind, die studieren wollen. Dann müsst ihr absparen, sage ich auch schon mal zwischen den Arbeitgebern und den Universitäten, den Schulen besser sein. Ne? Da kocht jeder sein eigenes Süppchen und leidtragend sind dann diejenigen, die es ausbauen müssen. Gut, also studiert er in Berlin und so weiter oder egal was ist, wenn die das richtige Augenmaß haben, ne? Und ihren Kopf leiten richtig und nicht irgendwie so welche Fantasien dann irgendwann haben. Wenn manchmal, wenn man dazu hört, bei manchen Dingen, was babbelt dann der? Was babbelt dann der? Rudi, Paul, ja. Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Ich denke, wir haben eine Lanze gebrochen für alle ehrenhaften Kommunalpolitiker, dass es ein Tätigkeitsfeld ist, wo man sich praktisch aufreiben kann, wenn man will. Und ärgern. Man wird ab und zu gelobt. Ja. Manchmal noch nicht. Aber ich denke, jeder Zuschauer hat begriffen, dass Politik so und so betrieben werden kann. Und ihr macht das beide super und viele andere in der Kommunalpolitik auch. Ja. Rudi, vielen Dank. Es kommt Paul. Ich bedanke mich bei euch beiden und mache gerade noch die Vorschau. Der nächste Gast ist die Marianne Bade. Und dann kommt die Oberbürgermeisterkandidatin der SPD in Speyer, die Steffi Seiler. Also, ja, da freue ich mich schon drauf. Und damit verabschieden wir uns. Wir winken alle nochmal so schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.